Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, zweites Video zu der Produktreihe Grüße mit Herz, beziehungsweise Herz an Herz heißt die Produktreihe. Ich möchte euch ein paar Karten vorstellen, die ich im letzten Video schon gezeigt habe. Herz an Herz, nochmal einmal ganz kurz, im Mini-Katalog Januar bis Juni, im neuen, hier ist die Produktreihe auf Seite 8 bis 10. Produktreihen bestehen immer aus mehreren Produkten, in diesem Fall Stempelset und Stanzform, was ein Produktpaket beinhaltet oder bildet. Die Prägeform, kleine, wie nennen die sich, süße Schachteln, wenn es mal schnell gehen soll. Basisschmuck, bunter Schimmer, das rote Leinenband und das Designpapier. Und ich muss gestehen, ich bin ein bisschen eskaliert. Ich habe in meinem vorherigen Video ja eine kleine Verpackung gezeigt und jetzt möchte ich euch die Karten zeigen. Ich finde dieses Set, ganz oft haben wir Sets gehabt, die echt nur für einen Valentinstag waren. Und ich finde, dieses Set hier bietet sich auch echt an, um jemandem, einem Herzensmenschen, einfach mal ein Kärtchen zu schicken. Diese sechs Karten, wobei das ist so ein Dreier-Kombo quasi hier in Mini-Kärtchen, die man auch mal irgendwo beilegen kann. Diese sechs Karten werde ich euch in diesem Video zeigen. Ich werde das dieses Mal ein kleines bisschen anders machen, damit ich euch auch alle zeigen kann und das Video nicht anderthalb Stunden lang wird. Das heißt, ich zeige euch immer, was habe ich benutzt und dann werde ich das Video etwas schneller laufen lassen, denn hier ist eigentlich nichts bei, was jetzt besonders schwierig ist oder was sehr erklärungsbedürftig ist. Deswegen ein bisschen schneller laufen lassen. So kann ich euch in einem, ich hoffe, relativ kurzen Video diese sechs Kärtchen zeigen. Legen wir mal los. Mit der Karte lege ich los. Übrigens, alle Maße findet ihr wie immer auf meiner Homepage, die da lautet www.die-papiertante-nf.de. Oder ihr geht hier oben auf die Infokarte, dort öffnet sich ein Fenster, dort klickt ihr drauf, kommt auf meine Homepage, haltet das Video kurz an, druckt euch die Maße einmal aus, schneidet vor und bastelt einfach mit, beziehungsweise so schnell mitbasteln könnt ihr dieses Mal nicht, aber dann könnt ihr zwischendurch immer mal das Video anhalten. Für diese Karte braucht ihr eine Basiskarte, ein Stückchen Designpapier, da habe ich das Designpapier aus der Reihe genommen. Ich nehme hier jetzt mal ein anderes Muster und andere Farben, zwei schmale Streifen Farbkarton, eine Mattung und nochmal Grundweiß. Dann habe ich mir einen Kreis ausgestanzt aus dem transparenten Papier. Das bestempel ich noch. Dann habe ich aus den Stanzformen Herzensdinge den kleinen Umschlag einmal ausgestanzt. Dann habe ich mir den Spruch schönen Valentinstag, weil das wird tatsächlich eine Valentinskarte. Ich habe zwei Herzen abgestempelt, zwei unterschiedliche und die auch den Farben hier angepasst, also in Glutrot und in Apfelgrün. Und für den Umschlag hier habe ich nochmal ein kleines Herz in Kirschblüte, genau wie die Mattung hier ist. Das setze ich jetzt mal zusammen und das Ganze wird ein bisschen schneller passieren. Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the
chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know, it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. More than stamps and ink, it's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Do what you love, live it, share it, you know, it's what you're dreaming of, it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live, what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. Hat fertig. Das ging zack und wie ihr seht, das ging alles sehr, sehr schnell. Hier nochmal zur Info habe ich diesen, das habt ihr bestimmt eben gesehen, diesen Dreier-Herzstempel benutzt und habe immer nur das eine Herz eingefärbt. Die stehen weit genug auseinander, das kann man prima machen. Erste Karte fertig, kommen wir zur zweiten. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, welche habe ich hier, die, das ist diese Karte. Und zwar habe ich wieder eine Basiskarte, eine Mattung, dieses Mal in Minzmakrone, jede Menge Herzen und ein Stückchen, und das zeige ich euch mal gleich am Anfang. Ich habe quasi eine Mattung genommen, die hier drauf passt. Ich mache ja gerne eine Mattung, die ein Achtel kleiner ist. Und das habe ich genommen und habe davon in der Breite 1 Inch abgeteilt, abgeschnitten, also 1 Inch weniger. Das Maß findet ihr aber auf meiner Homepage. Und das habe ich deswegen gemacht, weil ich reiße das hier auseinander und ziehe das ungefähr 1 Inch auseinander, damit ich diesen Hintergrund habe. Das heißt, dieses Stückchen auf der schmalen Seite reiße ich jetzt tatsächlich so ein bisschen im Zickzack auseinander. So. Und dann wird das hier aufgeklebt. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ihr könnt das auch umdrehen, damit ihr beide Male diese Reißkante habt. Das ist also, wie ihr das möchtet. Und dann werden nur die Herzen gestempelt. Ich habe jetzt hier andere Farben verwendet. Dann kommt da noch ein bisschen Bling-Bling drauf. Der Stempelabdruck. Und das war's schon. Dann legen wir mal los. Take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say. I am independent. I am dedicated. Doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am.
destiny. Require every dream to believe. Take the chance, lead the dance, and run with what is in your heart. Let the magic start. You're in charge. Yes, you can. What's the plan? Come on, let's do this and do it now. I wanna hear you shout. I am independent. Fertig ist die zweite Karte und da mache ich jetzt noch ein bisschen Bling-Bling drauf. Das sind die runden Akzente in Milchglasoptik. Die verwende ich in letzter Zeit echt gerne, weil die sind immer so schön, ja, neutral. Das ist zwar durchaus ein kleines Accessoire, was ich hier habe, aber das blinkt nicht so. So, und das war's. Zweite Karte fertig. So, diese kleinen Reste, die hebe ich mir auf, weil ich bin mir ziemlich sicher, da werde ich noch ein paar Karten mitmachen. Immer wenn ich irgendwas an den Herzen übrig habe, hebe ich mir das auf. Zweite Karte, fertig. Jetzt, nicht ganz fertig. Ich habe den Stempelspruch vergessen. Einen Moment. Wird sofort nachgeholt. Das stempel ich auch direkt. So. Und mach kein Schildchen oder so drauf. Ich finde, das passt bei dem hier sehr, sehr gut. So, jetzt bin ich fertig. Je nachdem, mit welchen Farben man das macht, sieht das natürlich immer wieder ganz anders aus. Ja, ganz nach eurem Geschmack. So, dritte Karte ist die hier. Ihr braucht dazu, ich nehme jetzt andere Farben. Wieder eine Grundkarte. Ich nehme eine Mattung in Osterglocke, eine zweite Mattung in Grundweiß. Ich habe vier Herzen und diese Striche hier, das ist ein Stempel aus dem Stempelset, nämlich der hier. Hier habe ich ihn und den stempel ich in den gleichen Farben, die ich hier benutzt habe. Ich muss mal eben gucken, eigentlich sollte da schon ein Stempelabdruck. Vielleicht ist es auch runtergefallen. Hier habe ich verwendet Osterglocke, Gartengrün, Jade und Glutrot. Und damit werde ich dann auch die Striche machen. Los geht's! Look at how far we traveled. Look at how much we've done. Truth is, one person can matter. Just look what ideas can become. The journey to our destination is what we remember today. Go celebrate the difference that we. How far we have come with what each of us has created. We see there is power in one. The journey is not always easy, but with every step along the way, oh.
So, dritte Karte fertig. Ich bin hier leider ein bisschen schief gekommen. Das kommt davon, wenn ich meinen Kopf nicht direkt in die Kamera halten kann. Ist aber nicht so schlimm. Hier sieht man, es geht auch gerade. Und was ich hier nicht bedacht habe, ich hätte weiter rüberkommen müssen. Aber eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht, dass das hier mit in das Herz reinragt. Gibt nochmal eine andere Optik. Finde ich nicht schlecht. Okay, das war die dritte normale Standardkarte. Kommen wir zu den drei kleinen Karten. So, ich glaube, ich fange mal mit dem hier an. Beziehungsweise, nee, ich fange mal mit der an, weil die liegt oben. Ich habe kleine Karten gemacht, damit ich drei Stück aus einer DIN A4-Seite rausbekomme, haben die ein bestimmtes Maß, deswegen sind die nicht ganz quadratisch. Damit lege ich los. Ich drehe die Farbe hier quasi nur um. Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. The chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. Fertig. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr natürlich auch das Grundweiße etwas kleiner machen und noch eine Mattung hinterlegen. Ich fand das jetzt ohne Mattung schöner. Hier habe ich einen größeren Rand gelassen, hier einen schmaleren Rand. Auch das ist Geschmackssache, muss man mal sehen. Erste Karte fertig. Kommen wir zur zweiten. Was liegt als nächstes? Die. So. Dazu habe ich wieder eine kleine Grundkarte, eine Mattung dazu. Ich glaube, die werde ich noch mal eben fix anpassen, weil das gefällt mir tatsächlich besser, dass sie kleiner ist. Nicht nur ein Achtelrand, sondern ein Viertelrand. Und ich habe jede Menge Herzen ausgestanzt in unterschiedlichen Farben. Den Spruch, der auch aus dem Stempelset kommt, den habe ich mir hier schon mal hingelegt. Den werde ich gleich zurechtstutzen und einzeln auseinanderschneiden, so dass ich einzelne kleine Sprüche bekomme. Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say. We'll be right back.
Nächste Karte fertig. Das sieht halt immer ein bisschen anders aus, je nachdem, wie man das zusammenklebt. Ich habe das hier jetzt bewusst ein bisschen über den Rand gemacht. Das überschreitet den Rand der Karte nicht, aber so ragt das ein bisschen über die Mattung hinaus. Nächste Karte fertig, kommen wir zur letzten. Und zwar ist das die hier. Und dafür braucht ihr wieder die dritte Grundkarte, die ihr aus einem Stückchen, aus einem DIN A4-Blatt hier rauskriegt, drei Stück. Ich habe ein anderes Designpapier aus dem Designpapierpaket gewählt. Und auch das ist nur mit einem Achtel Rand. Dann habe ich das hier dieses Mal etwas kleiner gewählt, Mattung und Farbkarton, weil ich auch ein anderes DSP habe. Ich glaube, das sieht besser aus. Ich habe zweimal das Herz in Glutrot gestempelt und ausgestanzt. Und dann habe ich noch einmal dieses Herz ausgestanzt. Und zwar ist es das hier. Und da schneide ich mir jetzt den Spruch raus, damit ich den hier ransetzen kann, weil ich nicht nochmal ein Herz haben möchte. Legen wir los. Look at how far we've traveled. Look at how much we've done. Truth is, one person can matter. Just look what ideas can become. The journey to our destination is what we remember today. Go celebrate the difference that we. How far we have come with what each of us has created. We see there is power in one. The journey is not always easy. Okay, die war tatsächlich mal so richtig schnell. Wie ihr seht, mit einem anderen DSP und etwas kleiner sieht die Karte wieder total anders aus. Letzten Endes, es kommt immer drauf an, wie ist der Geschmack und wie möchte man das haben. Okay, ihr Lieben, dann haben wir jetzt, ich schaue mal auf meine Kamera, im Moment sind es 40 Minuten, ohne dass es zusammengestaucht wurde. Das mache ich ja immer erst hinterher. Ich lege mal die, die ich neu gemacht habe, nach oben. So, die habe ich da. Dann haben wir die. Dann haben wir die. Und zum Schluss haben wir die. Jede Menge Hab dich lieb Karten, Valentinskarten, wofür man sie auch immer benutzen möchte. Das sind natürlich nur in Anführungszeichen einfache Karten, keine Funfolds, aber auch einfache Karten. Glaubt mir, braucht man immer wieder. Ich brauche sie auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr auch. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß damit. Ich habe mich wirklich mit diesem Set ausgetobt. Ich finde die Abdrücke der Herzen in dieser Aquarelloptik unfassbar schön. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich mich da so mit ausgetobt habe. Ganz viel Spaß dabei. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Bis dahin. Ciao, ciao.